Auffällig oft holt sich Haching auch die Abpraller. Den zweiten Ball, das ist Wehr. Und Stegmeier, Michael Stegmeier, Nügert, 1-0. Offenbach liegt zurück. So oder so, aber der folgende Eckstoß wieder von Steffen Haas. Tunjic. Und der Befreiungsschlag wird direkt zum Bumerang. Lamprecht. Ocean, Ratgeber, Ausgleich. Thomas Ratgeber in Mesut Özil-Manier verzichtet er auf den Jubel, weil er nicht gegen sein Vaterland, aber eben gegen seinen Ex-Verein trifft. Unterhaching schaltet schlecht rum, rückt nicht hinten raus. So hat Lamprecht ungestört die Möglichkeit für die Hereingabe. Kein Abseits, alles regulär. Drittes Saisontor von Ratgeber. 10 Treffer hatte er in der vergangenen Spielzeit für Haching erzielt. Beim UFC ist er momentan nur als Joker vom Dienst festgesetzt. Im Gegensatz zu Ratgeber jubeln die Kickers-Fans sehr wohl über das 1-1. Wolfgang Wolf wollte als Trainer des 1. FC Nürnberg Ratgeber immer verpflichten. Was damals nicht klappte, freut ihn heute umso mehr. Und das ist die Einladung an Thomas Ratgeber. Ratgeber! 75 Minuten gespielt. Offenbach nimmt dieses Geschenk nicht an. Brüschwas nach seiner Schiri-Schelte. Zu unkonzentriert fabriziert er den Fehlpass. Die Einladung an Ratgeber, nicht Elton da Costa. Ein anderer Ex-Hachinger spielt für Offenbach groß auf. Hätte hier das 2-1 aber durchaus machen müssen. Die Schlussphase. Offenbach hat den besten Angriff der Liga und der nun auch laufend bei der Arbeit. In Betrieb, in Bewegung. Wieder Ratgeber. Unterzahlspiel. 2 gegen 4. Und trotzdem kommen die Kickers durch. Wieder durch Ratgeber. 83. Minute. Eine Energieleistung des Eingewechselten. Im Offenbacher ein Stürmersystem. Ist für ihn in der Startelf kein Platz. Aber heute macht er eindrucksvoll Werbung für Vollzeitbeschäftigung. Thomas Ratgeber. Die Kickers haben diese Saison insgesamt schon 9 Tore in der Schlussviertelstunde erzielt. Spät ist für Offenbach immer was möglich. Haas. Kopilasch. Und Teixeira, der Linksverteidiger, probiert's mal. Aber das war's dann auch.